Hey, hey und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Sweet Amores Campusleben. Bevor es allerdings weitergeht, möchte ich noch kurz ein herzliches Dankeschön aussprechen. Wir haben in der letzten Woche so unglaublich viel Post von euch bekommen. So liebe Briefe, sogar eine Postkarte aus Frankreich war dabei, Fanarts für die Fanartband. Gott, wir sind echt mega, mega sprachlos. Einige Briefe habe ich natürlich noch nicht aufgemacht, weil da explizit drauf stand, dass ich die erst an meinem Geburtstag öffnen darf. Wir wissen auch nicht so recht, womit wir das alles verdient haben, aber wollten euch auf jeden Fall nochmal Danke sagen, weil, Gott, ihr seid echt so crazy. Kommen wir nun also zu der nächsten Episode, die da heißt Abendsonne. Die Vorlesungen an der Anteros Academy gehen weiter. Deine Arbeitsgruppe hat viel zu tun. Rosa fühlt sich allmählich besser und sie braucht dich. Um sich bei dir für deine Unterstützung zu bedanken, bereitet sie eine Überraschung für dich vor. Das ist ja jetzt noch nicht so aussagekräftig, aber schauen wir mal, was da noch so ansteht und wo wir überhaupt starten werden. Beim letzten Mal hatten wir ja das geheime Date im Kino. Ich hatte eigentlich vermutet, dass wir da wieder einsetzen, aber wir sind gerade in der Bibliothek von der Universität. Ach ja, es war verboten, es war aufregend, es war total herzerwärmend. Ich hatte mir eigentlich eine kleine Fortsetzung dazu gewünscht, aber schade, schade. Und ich muss sagen, ich bin wirklich mit jeder Episode glücklicher, dass ich mich für Ryan entschieden habe. So, und nun, lang genug geschnackt, los geht's. Eine Sache, die ich im Studium liebe, ist es, an den Nachmittagen oft frei zu haben. Ich nutze die Zeit, um an meiner Abschlussarbeit zu schreiben, zu lernen, mich für die nächsten Vorlesungen vorzubereiten und die Pläne für mein Leben nach dem Studium zu schmieden. Außerdem ist das eine Gelegenheit, um Ordnung in meine Gedanken zu bringen. Es geht zwar mit dem Studium gerade rasend schnell voran, aber im Moment drehen sich meine Gedanken den ganzen Tag nur um eine Person. Hallo, lernst du gerade? Sofort verdeckte ich mit dem Arm den Zettel, der vor mir lag und auf den ich in Großbuchstaben Ryan gekritzelt hatte. Oh yeah, okay, also wir können es genauso gut wie Ryan, nur halt nicht an der Tafel, sondern auf dem Zettel. Ich muss ehrlich gestehen, sowas habe ich eigentlich nur gemacht, als ich so um die 14 war. So den Namen von meinem Schwarm und mit Herzchen und später eigentlich gar nicht mehr. Na gut, wie dem auch sei. Hallo Melody. Ja, ich gehe nochmal meine Notizen durch. Manchmal benahm ich mich wirklich wie ein Teenie. Ja, das ist genau das, was ich damit sagen wollte. Ich schlug mir innerlich genervt mit der Hand vor die Stirn. Ich kann kaum glauben, dass schon bald Ferien sind. Ich habe schon alles geplant. Ich werde zu meinen Eltern fahren, mich dort 2 Wochen lang in meinem Zimmer einschließen und das 2. Kapitel meiner Abschlussarbeit fertig schreiben. Ja, ich glaube, so ähnlich werden meine Ferien auch aussehen. Wow, das klingt aber ganz schön hart. Ich werde die Ferien nutzen, um Freunde zu treffen. Du bist ja wirklich motiviert. Ich dagegen plane, die Ferien ausgiebig zu genießen. Ach ja, komm, wir genießen einfach mal. Da hast du es wirklich gut. Ich hatte noch nie so wenig Zeit wie im Moment. Wirklich? Ich spürte, wie meine innere Anspannung ganz gegen meinen Willen stieg. Dabei hatte ich das Gefühl gehabt, in letzter Zeit gut organisiert zu sein und einigermaßen schnell voranzukommen. Ja gut, Melody ist natürlich auch nochmal ein etwas anderes Kaliber. Aber wenn ich anfing, mich mit den anderen zu vergleichen, würde ich schließlich immer jemanden finden, der schon weiter war als ich. Aber keine Sorge, ich bin mir sicher, du bekommst das alles sehr gut hin. Ja, danke Melody. Bei mir ist es etwas anders. Ich habe im Vergleich zu euch ein bisschen mehr zu tun. Das ist normal. Weißt du, als studentische Hilfskraft von Professor Zaidi ist es nicht so leicht, alles unter einen Hut zu bekommen. Ja, sicher. Heute Abend wird es sicher auch wieder spät, bis ich mit allem fertig bin. Wir treffen uns bei ihm zu Hause, um das berühmte Projekt zu besprechen, das er letztes Mal schon erwähnt hat. Bei ihm zu Hause? Warum besprecht ihr das nicht hier in einem der Hörsäle? Heute Abend findet eine große Generalversammlung mit den Geldgebern der Uni statt. Professor Zaidi möchte die Versammlung nicht stören und wir brauchen bei der Arbeit auch Ruhe. Ich ballte die Faust und meine Nägel gruben sich in meine Handfläche. Ich bin schon sehr gespannt. Findest du das nicht irgendwie komisch? Weißt du schon, worum es bei dem Projekt gehen wird? Ich habe Ryan versprochen, nichts zu verraten. Ryan. Professor Zaidi. Außerhalb der Vorlesung duzen wir uns mittlerweile. Ach, denk jetzt bitte nichts Falsches. Das war sein Vorschlag.
Er sieht uns im letzten Studienjahr eher als Partner und nicht als eine Gruppe von Erstklässlern. Ja, aber das Siezen hilft, die Hierarchie zu bewahren. Ich finde es gut, dass er so die Nähe zu seinen Studenten sucht. Ich finde es auch eigentlich ganz gut. Ich habe es ja schon öfter erwähnt, ich war mit ein paar Lehrern tatsächlich sogar außerhalb des Unterrichts per Du. Dementsprechend, ja, warum nicht? Ich weiß schon, worauf diese Szene hier anspielen soll. Da versucht natürlich das Spiel uns so ein bisschen eifersüchtig zu machen, aber ich vertraue Ryan. Vor allem Melody. Nein? Ja, das stimmt. Manchmal erinnert er mich an Pierik. Aber ich weiß, dass seine Methoden bei der Direktion und bei einigen Studenten nicht gerade beliebt sind. Also ich persönlich halte ihn für ein Pädagogik-Genie. Jede seiner Vorlesungen ist anders und spannend. Kein Professor schafft es, mich so zu fesseln. Findest du ihn nicht auch faszinierend? Oh, Melody, wenn du wüsstest. Ich lächelte höflich und klappte mein Heft zu. Ja, du hast recht. Tut mir leid, Melody, aber das war ein langer Tag. Ich gehe mich jetzt ein bisschen ausruhen. Och, schade. Ich dachte, wir hätten noch ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Ich treffe Professor Zaidi erst in einer halben Stunde. Tut mir leid, aber ich bin wirklich müde. Ein andermal vielleicht. Aber wir sehen uns ja auf jeden Fall schon bald, um mit Shani und Jolene an dem berühmten Projekt zu arbeiten. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden wir dabei ja viel Zeit miteinander verbringen. Ja, stimmt. Dir noch einen schönen Abend. Danke, Melody. Dir auch. Ich kann sie nicht ausstehen. Schlimm ist das. So, ich bin jetzt mal wieder total paranoid. Das Spiel läuft jetzt noch nicht so ganz flüssig. Leute, wie immer, bei Tantchen bitte ich um Spoiler. Für die Leute, die nach Tantchen so gerne suchen möchten, da bitte definitiv erstmal Spoiler drunter schreiben. Aber mich würde es natürlich interessieren, wo ich die gute finden kann. Wenn ihr das schon wisst, bitte, bitte lasst es mich wissen. Bist du schon fertig mit dem Lernen? Du bist doch erst vor einer Stunde gegangen. Ach, ich glaube, hier kann ich mich besser konzentrieren. Ich hätte gern noch länger gelernt, aber ich wurde von Melody unterbrochen. Ah, von der habe ich die Nase auch voll. Dabei sehe ich dich öfter zwischen den Kursen mit ihr reden. Sagen wir so, ich lasse mir einfach nur nichts anmerken. Du? Das war bei mir aber ganz anders. Sie ist schließlich die studentische Aushilfskraft unseres Professors. Ich bin ja nicht verrückt. Da hast du allerdings recht, Jolene. Wenn ich es mir mit ihr verderbe, würde ich mir damit selbst nur Probleme machen. Ja, stimmt. Sie erwähnt bei jeder Gelegenheit, dass sie Hilfskraft ist. Ja, und nicht nur das. Sie redet auch von nichts anderem als von Professor Zaidi. Es würde mich nicht wundern, wenn die beiden am Jahresende heiraten würden. Ich biss die Zähne zusammen. Ganz ruhig, Valkyria. Lass dir jetzt bloß nichts anmerken. Übertreibst du nicht vielleicht ein bisschen? Ganz sicher nicht. Ich frage mich sogar, ob die Gerüchte, die vor einer Weile über ihn kursierten, nicht auch auf sie bezogen waren. Vielleicht. Und da bin ich nicht die Einzige, glaub mir. Ich ignoriere Gerüchte seit dieser Sache einfach. Ach ja, dein Schwächeanfall. Entschuldige, ich wollte dich nicht daran erinnern. Nein, kein Problem. Eine Entschuldigung aus Jelins Mund. Wow, das war wirklich verwirrend. Ich setzte mich an den Schreibtisch und vertiefte mich wieder in meine Notizen. Dieses Mal kritzelte ich dabei nicht auf meinem Blatt herum. Nach 1,5 Stunden begannen meine Gedanken abzuschweifen. Ich hatte Ryan seit unserem Abend im Kino nicht mehr gesehen. Leider konnten wir uns nicht öfter sehen, aber je länger ich darauf wartete, desto mehr wollte ich ihn wiedersehen. Es war ein richtiger Teufelskreis. Ich konnte einfach nicht glauben, dass Melody seine Wohnung betreten würde, bevor ich die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Wenn eine andere Studentin zu ihm gehen konnte, ohne damit Verdacht zu erregen, warum dann nicht auch ich? Obwohl ich versuchte, rational zu bleiben, tauchten diese Fragen immer wieder auf. Willst du noch lange weiterarbeiten? Ja, warum? Gibt es hier sowas wie eine Sperrstunde? Nein, ich höre jetzt auf. Ich glaube, das reicht für heute. Außerdem kann ich mich sowieso nicht mehr konzentrieren. Man sollte immer mal wieder Pausen machen, Leute. Ach, geht mir auch so. Einen Moment lang blieb Jolene mitten im Zimmer stehen und sah mich an. Ich glaube, sie zögerte, mir etwas zu sagen. Alles in Ordnung?
Ja, ich glaube, ich gucke jetzt eine Serie auf dem Laptop. Gute Idee. Das mache ich auch. Gute Nacht. Okay, welche Serie denn? American Horror Story. Kennst du die Serie? Ja, ich habe die erste Staffel gesehen. Wirklich gut. Nein, worum geht es da? Von American Horror Story habe ich tatsächlich alle Staffeln gesehen. Die gibt's ja auch auf Netflix. Und ich finde es eigentlich ganz cool. So, vor allem, dass sie halt auch die gleichen Schauspieler für andere Rollen dann in späteren Staffeln wieder einsetzen. Evan Peters spielt da ja auch mit. Der ist ja gerade durch X-Men ziemlich, Fame geworden, würde ich mal sagen. Oder ja, nicht jetzt schon, sondern er hat im letzten Film ja auch schon mitgespielt. Aber Lady Gaga hatte auch schon mitgespielt, ich glaube in der 6. Staffel, wo es um die Vampire ging. Also es ist schon cool. Alles thematisiert halt ein anderes Thema, aber trotzdem ist es ein bisschen übereinstimmend. Also es spielt wohl in einem Universum und es gibt auch immer noch so kleine Easter Eggs zu vorherigen Staffeln. Das ist echt richtig, richtig gut gemacht. Aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt, glaube ich, bei Staffel 7 angekommen oder bin da auch schon durch mit. Also ja, ich kenne es und ich finde es gut. Und Jeline hat einen guten Geschmack, was Serien angeht. Es überrascht mich, dass du Horrorserien magst. Ach, ich liebe sie. Ich mochte schon immer Horrorfilme, aber nur wenige Leute kennen die wirklich guten. Die meisten bekannten Horrorfilme sind schlecht, aber es gibt in diesem Genre auch ein paar echte Juwelen. Man muss sie nur finden. Ich musste innerlich lachen. Sie klang genau wie Chani. Ich werde mir jetzt eine Folge angucken, falls du... Also, ich werde mich zum Gucken hier hinsetzen. Schlug sie mir da etwa gerade vor, die Serie mit ihr zusammen zu gucken? Falls du möchtest, also wir könnten die Folge zusammen gucken. Nur wenn du möchtest. Warum nicht? Danke, aber heute lieber nicht. Ja! Ich setzte mich auf den Boden und lehnte mich mit dem Rücken an ihr Bett. Der Laptop stand auf dem Boden. Das ist die beste Staffel der ganzen Serie. Du wirst sehen, es ist echt gruselig. Die Handlung spielt in einer Psychiatrie. Oh, die Staffel war richtig gut. Die habe ich geliebt, vor allem auch diese Entwicklung, wie die Journalistin dann plötzlich auch noch in dieser Psychiatrie gelandet ist und am Ende dann mit den Aliens und... Leute, wenn ihr das nicht kennt, guckt es euch an. Das war jetzt auch gar nicht so richtig gespoilert. Aber es ist echt gut. Und Freakshow ist ebenfalls echt genial. Also ich glaube, das sind sogar meine beiden Lieblingsstaffeln. Ich konnte kaum glauben, dass das wirklich Jeline war. Meine Mitbewohnerin, die nur an ihre Karriere dachte, war mit einem Mal verschwunden. Aber ich fing allmählich an, sie besser zu verstehen. Schmerzhafte Erfahrungen verändern uns. Vielleicht fehlte ihr einfach nur genügend Selbstvertrauen. Es war schwer, immer eine Rolle spielen zu müssen. Aber vielleicht irrte ich mich ja auch. Schon allein der Vorspann ist echt gruselig. Von der Musik bekomme ich Gänsehaut. Das stimmt. Also die Titelmusik von American Horror Story ist super. Ich liebe sie. Vor allem, die Musik bleibt gleich, aber der Vorspann verändert sich halt, je nachdem, was gerade thematisiert wird. Den Vorspann von der ersten Staffel fand ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Sie hielt mir eine Tüte Bonbons hin und ich bediente mich freudig. Natürlich schafften wir es nicht, nach der ersten Folge aufzuhören. Ja, so ist das. Wenn man mit einer Serie anfängt und sagt, ich gucke nur eine Folge, dann werden es 3 oder 4 oder 5. Haben Vito und ich so gut wie jeden Abend. Wir machen das nämlich so, dass wir, wenn er nach Hause kommt, dann gibt es erstmal Essen und dabei gucken wir dann Serien. Momentan sind wir gerade dabei, Naruto mal wieder zu gucken. Und da das natürlich immer nur Folgen von 20 Minuten sind, ist es richtig schnell passiert, dass wir dann wirklich so 5 bis 6 Folgen am Stück gucken. Also ja. Wir sahen uns insgesamt 3 Folgen an, bevor wir beschlossen, dass es für die nächste schon zu spät war und wir lieber schlafen gehen sollten. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, sah ich mir auf dem Handy meinen Tagesplan an. Es würde eher ein ruhiger Tag werden. Ich war mit meiner Abschlussarbeit und dem Lernen schon ganz gut vorangekommen und ich war schon lange nicht mehr beim Kurs zur persönlichen Entwicklung gewesen. Ein paar Bonuspunkte konnten schließlich nie schaden, also los. Ich zog mich an und hängte mir meine Tasche über die Schulter. What? Was ist denn da passiert? Hat Jeline in die Steckdose gefasst oder was? Oh, göttlich, ey. Haben wir heute Morgen Vorlesung? Habe ich was verpasst? Ich dachte, ich könnte heute ausschlafen. Nein, heute Morgen ist nur der Kurs zur persönlichen Entwicklung, aber der ist ja frei... Jeline ließ den Kopf wieder aufs Kissen sinken.
Jag mir bitte nicht nochmal so einen Schrecken ein. Ich verließ lächelnd das Zimmer. Ich mag sie echt immer mehr. Und hey, die 100%ige Latte ist nun auch bei Jeline voll. Ding, ding, ding. Just saying. So, wo sind wir? Ich setzte mich. Es waren weitaus weniger Studenten da als zu Beginn des Semesters. Ich kannte niemanden. Ich holte einen Stift und ein Blatt Papier heraus, ohne zu wissen, was mich in der Stunde wohl erwarten würde. Ist hier noch frei? Oh, hallo. Ja klar, setz dich. Oh Gott, guckt euch mal die Arme an. Amber, iss bitte mehr. Danke. So, die Diskussion mit Miss Paltry. Welche Stimme ich ihr geben soll? Einigen war es dann zu männlich, die neue Stimme war dann auch nicht gut genug. Also, ja. Hallo zusammen! Na, heute sind wir ja nicht gerade viele hier, aber das macht nichts. Das ermöglicht es uns, intensiver zu diskutieren. Ich habe dich schon lange nicht mehr hier im Kurs gesehen. Amber hatte sich zu mir umgedreht und geflüstert. Ja, stimmt. Weil der Kurs freiwillig ist, nutze ich die Zeit eher, um etwas für meine anderen Kurse zu tun oder zu lernen. Warum? Bist du oft hier? Ja, also, wenn ich schon mal in der Nähe bin, versuche ich an so vielen Kursen wie möglich teilzunehmen. Ich habe den Eindruck, das gleicht meine 4 Stunden vielleicht ein bisschen aus. Ja, verstehe. Ist es nicht schwierig, die Uni und deine Karriere unter einen Hut zu bekommen? Möchtest du die Uni nicht lieber abbrechen, um dich ganz auf deine Karriere zu konzentrieren? Ich dachte, die meisten Models würden nicht studieren und ihre Karriere schon ganz früh beginnen. Ich finde es gut, dass sie beides macht. Denn, naja, Schönheit vergeht, ne? Dummheit bleibt. Deswegen sollte man auf jeden Fall immer noch ein zweites Standbein haben, wenn man sowas macht. Das ist auch der Grund, warum Vito und ich gesagt haben, wenn wir wirklich irgendwann mal, ja, was wirklich eigentlich totaler Schwachsinn ist, so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass wir theoretisch vom YouTube-Money leben könnten. Wir würden es einfach nicht machen. Wir würden trotzdem unseren Job weiterhin behalten, weil YouTube kann halt jederzeit abstürzen. Und Modeln, das ist natürlich auch schwer. Du brauchst Aufträge. Ich stelle es mir sehr schwierig vor. Sagen wir so, es ist ein anderer Rhythmus. Man muss sehr diszipliniert sein. Wie immer werde ich einen Zettel mit einem Thema aus dem Topf ziehen. Ich hoffe, ich ziehe nicht wieder ein Thema wie Erektionsstörung wie in der letzten Woche. Schade, dass wir nicht dabei waren. Ich kann einfach nicht glauben, dass hier immer noch einige Leute kichern, wenn ich dieses Wort sage. Das ist sicher ein ernstes Problem, aber das hier ist nicht der passende Ort, um darüber zu sprechen. Richtig. Habt ihr Erektionsprobleme? Redet mit eurem Arzt, bitte. Und denken Sie daran, wenn Sie über solche Dinge reden möchten, steht Ihnen unsere Krankenstation jederzeit offen und Raphael wird Ihnen sicher gern die Fragen beantworten. Raphael! Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind immer noch in der Schule. Ich habe gerade dasselbe gedacht. So, jetzt wollen wir mal wieder ernst werden. Das Thema dieser Woche lautet... Sie tauchte ihre Hand noch einmal in den Topf. So, Trommelwirbel! Na, was kommt jetzt? Ich wurde im Internet beleidigt und weiß nicht, wie ich mich dagegen wehren kann. Es waren ein paar Lacher zu hören. Leute, ganz ehrlich, das Thema ist schon wichtig. Cybermobbing, gerade in unserer Gesellschaft, ist ein sehr, sehr verbreitetes Problem. Und ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen. Viele Leute nutzen einfach auch die Anonymität des Internets, um wahllos irgendwelche Leute zu beleidigen. Und viele trifft es auch. Viele kommen in Depressionen. Ich hatte eine Bekannte, die sich aufgrund von Cybermobbing sogar das Leben genommen hat. Und das ist wirklich nicht zum Lachen. Na, einfach das Konto löschen. Das ist eben das Internet. Na, solche Hater müssen ignoriert werden. Ja, klar, aber Hate-Kommentare nimmt man doch persönlich. Also, es gibt natürlich irgendwelche Trolle, die durch die Gegend laufen und mit irgendwelchen Fake-Accounts Menschen beleidigen, Hate abgeben und so weiter. Aber diese Hate-Kommentare bleiben eher im Kopf als die ganzen positiven. Und mögen die positiven auch, ne, das Ganze überstrahlen, klar. Man versucht sich darauf zu konzentrieren, aber man halt trotzdem noch diese
Hate-Kommentare drin und hinterfragt sich natürlich auch, so, ist da wirklich was dran? Und das ist zumindest meine Empfindung dabei. Also das, was man bisher bekommen hat. Bei uns auf dem YouTube-Kanal gab es ja jetzt eigentlich gar kein Hate. Also natürlich, es gibt immer mal Kritik, aber Kritik, damit kann ich umgehen, wenn es konstruktiv formuliert wurde. Aber bei Twitch, als wir mal gestreamt haben, da kamen dann irgendwelche Vollpfosten, Verzeihung, und haben uns beleidigt oder irgendwelche obszönen Sprüche gebracht und waren auch wirklich sehr sexistisch unterwegs. Und das bleibt hängen. Das bleibt einfach hängen. Wirklich? Das ist also normal? Ist es denn auch normal, jemanden einfach so auf der Straße zu beleidigen? Genau das, die Anonymität des Internets, befähigt die Leute ja erst dazu. Naja, aber es kommt drauf an, warum. Ich glaube, wir haben verlernt, richtig miteinander zu kommunizieren. Wenn man jemanden auf der Straße beleidigt, wird das rechtlich bestraft. Und für das Internet gilt dasselbe. Bedeutet das, nur weil wir uns anonym hinter einem Bildschirm verstecken, sind wie jeder Pflicht zu Toleranz entbunden? Miss Paltry wandte sich an mich. Was denken Sie darüber? Ich habe keine wirkliche Meinung zu dem Thema. Ich denke, so ein beleidigendes Verhalten ist immer unentschuldbar. Egal ob auf der Straße, im Internet, hinter dem Rücken einer Person, in einer Diskussion. Ich denke, das Internet ist eine Plattform, die es uns ermöglicht, uns freier auszudrücken als woanders. Freier ausdrücken, ja, gut, okay, aber man muss nicht beleidigend werden. Und gerade auch so Sachen hinter dem Rücken, das finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Ich habe euch ja auch schon mal angedeutet, dass ich auch nicht so wirklich eine einfache Schulzeit hatte. Irgendwann war es wirklich so schlimm, wenn Leute hinter mir getuschelt haben, habe ich es gleich auf mich bezogen. Einfach, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Aber ich denke mir, wenn man ein Problem mit jemandem hat, dann kann man doch auf denjenigen zugehen, ihn persönlich zu einem Gespräch bitten und einmal alles rauslassen, was einen stört. Den anderen natürlich dann auch nochmal reden lassen, aber dann ist die Sache vom Tisch. Dann hat man drüber gesprochen, es ist durch das Thema. Also ich bin definitiv auf der Seite von B. Ganz egal in welcher Form. Man muss die Leute dafür sensibilisieren und schon so früh wie möglich darüber reden. So wie in dieser Vorlesung zum Beispiel. Ja, und man sollte sogar noch früher damit anfangen. Heutzutage wachsen wir mit dem Internet auf. Schon die Jüngeren sind im sozialen Netzwerk aktiv. Die Folgen eines solchen Verhaltens könnten drastisch sein. Das stimmt. Können Sie uns vielleicht von einer persönlichen Erfahrung erzählen? Nein, nicht wirklich. Sagen wir so, weil ich als Model arbeite, bin ich in den sozialen Netzwerken eine Art öffentliche Person. Oh ja, und ich könnte mir vorstellen, dass bei ihr auch so Kommentare kommen wie, boah, die ist so dürr, die ist bestimmt magersüchtig, die hat eine Essstörung und so weiter und so weiter. Also das ist das, was ich vermuten würde, denn das taucht ja auch öfter mal auf in den sozialen Medien. Es gibt irgendwelche Vollidioten, die unter Bilder bei Instagram oder so echt miese Kommentare hinterlassen. Bei uns zum Glück nicht. Ihr seid ja wirklich immer sehr, sehr lieb. Aber ich kann mir bei Amber durchaus auch vorstellen, dass es da richtig, richtig fiese Kommentare gibt. Auch, dass sie vielleicht auch angegraben wird und Dickpics erhält. Dass dann allerdings auch so Kommentare kommen von wegen, oh, die ist viel zu mager oder die ist überhaupt nicht hübsch, warum ist die denn Model? All sowas, das kann ich mir echt sehr, sehr gut vorstellen. Und tut mir leid, dass ich in dieser Folge so viel rede, aber ich habe echt das Gefühl, dass dieses Thema verdammt wichtig ist. Und ja, das beschäftigt mich halt. Ich muss jetzt leider, leider zu einem Termin. Dementsprechend mache ich an dieser Stelle einen Cut und dann hören wir in der nächsten Folge, was Amber denn so für Kommentare erhalten hat. Denn dass sie dünn ist, für meine Verhältnisse tatsächlich auch zu dünn, also das, ne, ungesund dünn, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, ob ich es heute schaffe, wahrscheinlich eher nicht. Ansonsten sehen wir uns morgen um 10 wieder. Was sagt ihr überhaupt zu diesem Thema? Diskutiert gerne unten in den Kommentaren, ich finde das immer ziemlich gut. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, Schnitzelmama over and out.